Ja, dann will ich mal die Verpackung öffnen von dem Panomate, den ich bekommen habe. Und gucken, wie das so läuft, was da wohl drin ist. So, mal schauen, was da rauskommt. Da ist er schon. Der Panomate aus England. Zusammengebaut und fix und fertig. Das sieht ja schon mal recht stabil aus. Alles, was dazugehört, was man sich vorstellt, ist dabei. Hier die Andruck-Gummiplatten. Da bin ich ja schon mal gespannt, wie das läuft. Wenn man hier drauf sieht, sieht man schon die Libelle, die eingebaut ist, die man hier einrichten kann. Und mal gucken, was noch drin ist. Ah, die Anleitung. Die Anleitung hier auf Englisch zeigt die wesentlichen Aufbauschritte, die man einhalten muss, wenn man hier den Nodalpunkt einrichtet mit einem Zentimetermaß geht man bei. Schön gemacht. Hier kann man noch einmal sehen, die Anleitung zur Einrichtung des Nodalpunktes. Und so wird die Kamera installiert. Wie es im Feld aussieht hinterher und ein paar wertvolle Adressen, Wikipedia, wikipanotools.org, die Übersicht. Wunderbar, dann will ich gleich mal loslegen. Macht doch einen guten Eindruck hier, alles schön verarbeitet, keine scharfen Kanten und sehr stabil. Der Panomate.